Herzlichen Dank für die liebe Begrüßung. Ich freue mich sehr, heute da so eine Mischung zu machen. Sie haben schon gehört, Seminarkabarett-Mischung aus drei Teilen. Kann man es eben so ein bisschen dunkler machen? Ich bin das vom Kabarett gewohnt, dass Sie Ruhe haben und in Ruhe mit tun können. Ich möchte nicht nur frontal arbeiten, sondern Sie können bei mir mittun. Wir machen so eine wilde Mischung aus den drei Programmen. Ich habe früher immer aufzeigen lassen, aber nachdem ich das nicht mehr sehe, gibt es einen einfachen Trick. Wenn Sie Ihre Gesichtszüge weich und glatt lassen, probieren Sie es gleich einmal, dann können Sie Ober- und Unterlippe ganz vorsichtig zusammenlegen und so summen, dass nicht einmal der Nachbar neben Ihnen merkt, ob Sie mittun oder nicht. Wir eichen kurz den Saal. Als erstes würde ich, dass ihr auch den Unterschied Männer-Frauen hört, die Männer bitten, dass sie summen, aber nicht vorzeitig, sondern sie kriegen von mir den Einsatz so, und da ist dann vorbei. Also bitte alle Männer tun mit, summen Sie bitte jetzt. Alle Männer. Bitte, ich muss wiederholen, es tut mir leid. Bitte alle Männer noch einmal, summen Sie bitte jetzt. Ja, das passt. Gegenprobe nur die Frauen, entscheiden Sie sich zur Mitarbeit und summen Sie bitte. Jetzt. Wunderbar, wunderbar. Sie tun mich filmen oder fotografieren? Bitte nicht, weil das macht mich jetzt nicht nervös. Also fotografieren, das reicht, die Kamera, aber fotografieren lieber nicht. Es kommt eh nichts Lustiges, ich gehe nur zwischen Flipchart und den Tisch hin und her. Wenn man wertfrei quer durch Vorarlberg gehen würde, hätte man eher den Eindruck, alle bemühen sich, möglichst rasch Herzinfarkte zu organisieren. Manche ein bisschen botschert, die verlassen sich auf die Erbanlage und aufs hohe Alter. Das muss ab heute für Sie nicht mehr gelten. Ich sage Ihnen, was Sie selber tun können, um einen Herzinfarkt vorzuverlegen. Für viele aber spannender, was können Sie tun, dass der Partner rechtzeitig einen Herzinfarkt kriegt? Und was können Sie tun, dass Ihre Kinder rechtzeitig diesen Leistungsbeweis antreten? Und die erste Idee, wenn Sie selbst einen Herzinfarkt vorziehen wollen, wäre natürlich schon rauchen. Wir rauchen ja nicht nur aus Dummheit. Die Zigarette kann ja etwas. Ein Lungenzug und 5 Sekunden später hat man Entspannungsreaktionen im EEG. Wenn man müde ist, kann man sie frischer machen. Wenn einem wer geärgert hat, kann man sie wieder beruhigen. Nicht zu vergessen das Bewegungsprogramm, was sie sich da sparen können. Eine Marlboro inhaliert entspricht am Standfahrrad 25 Watt einstellen, 20 Minuten rauchen. Aber welcher Zeitgewinn, Sie können weiterarbeiten, weiterführen dabei. Und es ist die einzige Chance, dass Sie als Frau vor 40 bei diesem Männerspülherzinfarkt mit dabei sind. Sie müssen es nur mit der Pille kombinieren. Pille rauchen, das emanzipiert die Koronargefäße, dann sind Sie mit dabei. Wenn Sie noch nicht rauchen, probieren Sie es einmal unverbindlich. Wir haben so billige Filterzigaretten als Einstiegsdrogen vorbereitet. Aber am Anfang vergisst man es gern. Man sagt, jetzt habe ich schon wieder nicht geraucht. Da gibt es einen tollen Trick aus der Verhaltenstherapie, wie Sie das häufiger machen können. Kombinieren Sie es mit irgendwas Häufigem. Also eine Tasse Kaffee, ein Glas Wein, ein lästiger Mitarbeiter, das muss ins Unterbewusstsein gehen. Sie. Aber selbst dann bleiben Sie auf der milden Sorte picken. Wenn Sie das Rauchen voll inhaltlich nützen wollen, gibt es einen super Trick. Wenn Sie einmal rauchen können, hören Sie vorübergehend auf. Silvester hätte sich angeboten, ein Hochzeitstag, eine Wette. 2-3 Monate nicht rauchen reichen ja meistens aus, dass man so aufgeht wie ein Kropfen. Und wenn man dann in der Früh beim Zähneputzen so ein fettes Monster anschaut, dann sagt man sich, so fett mag ich aber auch nicht sein, da rauche ich lieber wieder. Dann kann man sagen, willkommen im Club der fetten Raucher. Dann haben Sie 2 Risikofaktoren und die können natürlich mehr als die Summe der Teile. Wenn Ihnen ehrlich graust vom Rauchen, unbedingt brauchen wir es nicht, Sie können gleich mit Essen anfangen. Und fürchten Sie sich jetzt nicht vor großartigen Änderungsprogrammen. Essen Sie einfach so weiter wie bis jetzt.
Die Österreich-Diät, die Vorarlberger-Diät ist hervorragend geeignet für frühe Herzinfarkte. Sie müssen nur aufpassen, dass Sie nicht das skurrile Außenseiter-Diät essen und wirklich das einhalten. Österreich-Diät sollte sein, aus dem Fett sollten 50% der Gesamtkalorien kommen. Eiweiß 20%, Kohlehydrate 30%. Das ist eine Mördermischung. Und der Hauptvorteil des österreichischen Ernährungsschlüssels ist, man wird nicht rechtzeitig satt. Wenn man ein bisschen die Erbanlagen dazu hat und man isst sich mit dem satt, wird man eh schon platt. Und wenn man das macht, was viele Ärzte immer wieder empfehlen, die sagen, essen Sie halt weniger. FDH frisst die Hälfte, Österreich halbe. Das können Sie gerne machen. Aber Sie brauchen jetzt nicht Logistik zu studieren, um auf einen Blick zu sehen, der Ernährungsschlüssel bleibt gleich. Man bleibt vielleicht schlank, aber Sie bleiben dann auch hungrig. Und das führt zu irrsinnigen Störungen im Gehirn. Wenn man frustriert heimkommt, wenn man wer geärgert hat, man könnte den Eisschrank ausräumen. Und manche tun es auch. Ein paar ist so ein Fressanfall ungeheuer peinlich. Die anderen ist wurscht, die sind halt ein bisschen platt. Aber die, die es peinlich ist, stürmen direktissima auf die Toilette und tun das ganze römisch erledigen. Bulimie. Lateinisch klingt so wie Rosal. Bulimie. Die deutsche Übersetzung ist nicht wirklich gelungen. Fresskotzsucht klingt ein bisschen grauslich. Ist es aber nicht. Das sind die Lieblinge der Wirtschaft. Der Landwirtschaft. Die brauchen dreimal so viel zum Essen wie jeder andere. Die gehen schon mit dem Einkaufswagen so durch den Supermarkt durch und sagen, heute speibe das, heute speibe das. Sie dürfen sich das nicht unappetitlich vorstellen. Der weiß ja das schon vorher. Und die überlegen sich das auch. Genau, der Süchter, genau, das waren die Spiralnudeln, der Spinat. Vor einem brauchen sie sich nicht fürchten auf dem Weg zum frühen Herzinfarkt vor den Abmagerungskuren. 90% aller Abmagerungskuren, die in Österreich am Markt sind, werden sie nicht, nämlich erst richtig fett machen. Und das Erste, was sie sich kaufen müssen, wenn sie mit einer Abmagerungskur immer platter werden wollen, ist, kaufen sie sich eine Waage. Die Waage verblödet ja nicht nur den, der umsteht, sondern ein bisschen auch die Therapeut. Alle, die sich mit Übergewicht beschäftigen, sind die bestgewogensten Menschen überhaupt. Vor dem Essen, nach dem Essen. Vor der Sauna, nach der Sauna. Vor dem Geschlechtsverkehr, nach dem Geschlechtsverkehr. Haut man sich auf und schaut, ob es was gebracht hat. 2 Kaffeelöffel Körperflüssigkeit, aber man probiert es. Wenn Sie wissen wollen, ob Sie für Ihren Fettansatz einen Herzinfarkt kriegen werden oder nicht, muss ich Ihnen noch eine Zusatzinformation geben. Wie Sie das Fett am besten verteilen. Ideal wäre, wenn der Bauchumfang größer ist als der Hüftumfang. Apfelförmige Fettsucht. Da so ein Apfel. Das haben eher wir Männer. Aber das fällt auf der Waage gar nicht toll auf, wenn das so kombiniert ist mit dünnen Ärmchen, dünnen Beinchen. Nackert schaut man aus wie ein Käfer, aber es ist gar nicht leicht, einen Käfer eine Hose anzuziehen. Ich bin ein bisschen durchgegangen und habe mir angeschaut, wie das in Vorarlberg gelöst wurde. Sehr intellektuell. Die meisten haben die Matura-Methode gewählt. Man bleibt bei der Hosengröße, die man mit 18 Jahren gehabt hat und geht dann Jahr für Jahr so einen Zentimeter runter. Da merkt man 15 Kilo lang nicht, dass man schon eine neue Hosen braucht. Die Ärzte, Apotheker und die Pharmaindustrie hätten natürlich lieber die Gürtelmethode. Man nimmt einen stabilen Gürtel, tut den Bauch zweiteilen, kommt unten ein kleiner Bauch raus, sagen wir Christen. Das ist deswegen so lustig, weil wenn Sie so jemanden vorsichtig den Gürtel aufmachen, ist ja Hochspannung, sinkt der Blutdruck systolisch um 15 mm Hg.
Die übergewichtigen Hochdruckpatienten müssen jeden Tag um eine Blutdrucktablette mehr einnehmen und werden ein bisschen impotent. Nur damit sie wie eine Knackwurst herumrennen können. Interessiert sie überhaupt das Thema Bluthochdruck? Wen interessiert das Thema Bluthochdruck? Die Summen bitte. Jetzt. Sehr gescheit. Gibt es ein Ost-West-Gefälle? Sehr gescheit. Warum? Weil die Hälfte von uns, egal wie gesund wir leben, die Hälfte von uns wird an einer Herz-Kreislauf-Krankheit sterben. Und der Hauptrisikofaktor ist nicht nur das Rauchen, sondern eben ein zu hoher Blutdruck. Und in dieser Gruppe würde ich sagen, mindestens 20% von uns haben einen zu hohen Blutdruck. Schauen wir uns diese 20% einmal an. Das sind jetzt alle mit Bluthochdruck hier herinnen. Die Hälfte von Ihnen hat kein Problem damit, weil sie es nicht wissen. Sagen, will nicht wissen, wer weiß, was das heißt. Sind nicht die Blödesten. Die wissen, dass sie einen hohen Blutdruck haben, aber die Hälfte von denen, die es wissen, sagt, es ist mir wurscht. Und das ist der Blutdruckwahnsinn. Von 4 mit hohem Blutdruck wird nur eine Gruppe behandelt. Aber das sind die allerwitzigsten. Im Teammatch mit den Ärzten, mit den Apothekern versuchen sie, den Blutdruck einzustellen. Wie viel schaffen es? Zurufen ist jetzt erlaubt. Wie viel schaffen es? Von denen, die es probieren. Wie viel schaffen es? Zurufen ist erlaubt. Laut bitte, sonst her ist nicht. Wie viel Prozent schaffen es? 10% ist richtig, sind Sie Arzt? 10% ist richtig, von denen, die es probieren, 10%. Auf alle umgerechnet, ich zeichne es absichtlich falsch ein, damit Sie es hinten auch noch sehen, 3% stellen ihren Blutdruck so ein, dass Herzinfarkte verhindert werden. Die anderen schrauben nur herum. So wie wenn Sie mit dem Auto zum Mechaniker fahren, sagen, verschrauben Sie mir ein bisschen. Nächste Woche komme ich wieder. Jetzt werden Sie sagen, wieso gibt's das? Wieso gibt's das? Warum kann man die nicht besser einstellen? Ich würde jetzt gern 2 Männer haben, die ihren Blutdruck laut sagen, und 2 Frauen. 2 Männer, die den Blutdruck sagen, letzte Messung. Ich muss jetzt zuerst noch was anderes fragen. Wer von Ihnen hat ein Blutdruck-Selbstmessgerät zu Hause? Wer kann sich selbst den Blutdruck messen? Die Summen bitte. Jetzt? Ordentlich. Ja. Ich muss dazu sagen, wenn Sie einen Farbfernseher zu Hause haben, würde ein Blutdruck-Selbstmessgerät statusmäßig dazu passen. Wer traut sich den Blutdruck sagen? Erste Mann, bitte. Ein Mann, der sich im Blutdruck sagen traut. Noch einmal. 130-80, auf der Seite vielleicht ein Mann. 150-90, 2 Frauen, eine Frau da noch. Eine Frau, die sich im Blutdruck sagen traut. Wie viel ist 60-90? 90-60, weil ich fange immer von oben an und dann lasse ich langsam runter. Dann noch eine Frau. 120-80. Ja, vielleicht misst man in Vorarlberg verkehrt auf. 120-80. Alle Werte, die wir gehört haben, sind falsch. Ich habe überhaupt noch nie einen wirklich hohen Blutdruck gehört. Die gibt es gar nicht. Ich habe tausende Patienten gefragt, das gibt es gar nicht. Aber die Irrtümer entstehen woanders. Die Ärzte sagen, als Messgrenzwert gilt 135,85. Wenn Sie jetzt zufällig da 135 einer messen, oft bei Ärzten, die sagen dann gleich 135,85, denen können Sie anbieten, was wollen, das bringt er kein zweites Mal zusammen. Wenn Sie da 135 hereinmessen, kann Ihnen niemand sagen, wie Ihre Blutdruckwuchtel ausschaut. Und wie viel schwankt der obere Wert, wenn Sie 30 Mal messen? Was schätzen Sie?
obere Wert, 30 Mal in Ruhe, ohne dass Ihnen wer zuschaut. Die Selbstmesser müssen das wissen, weil sie es ja oft genug gemacht haben. 15 wird geboten, wer bietet mehr? 30 wird geboten, wer bietet mehr? 50, ich halte mit 50 und glauben Sie uns nichts. Wenn Sie ein Selbstmessgerät haben, schauen Sie zu Hause nach. Messen Sie 30 Mal. Wenn Sie 30 Mal messen, richtiger Blutdruck wäre 6 Werte sind über 135, 85 und 24 drunter. Das ist der richtige Blutdruck. Sie können aber genauso gut 135 einer messen und 15 Werte von den 30 sind oben und 15 unten. Da sind viele schon happy, weil sie sagen, im Mittelwert passt es eh. Da sind sie halbe Zeit schon in Richtung Herzinfarkt und Schlaganfall unterwegs. Oder sie machen das, was viele Kollegen von mir und Therapeuten machen, die ahnen, dass der Blutdruck so schwankt. Was heißt hoher Blutdruck? Bei 30 Mal messen sind 24 Werte über 135, 85 und nur 6 sind drunter. Wenn ein Arzt da oben einer misst, den Wert nimmt er nicht. Da sagt er, meine Frau hat mich geärgert. Ein lästiger Patient, der misst so oft, bis er den Wert da unten gefunden hat. Dann sagt er, super, passt, jetzt misse ich lang nicht mehr. Da unten schwankt es um 20. Es ist eine blöde Art, Herzinfarkte vorzubereiten, aber sie funktioniert sehr gut. Was gibt es noch? Sie könnten auch Bewegungsprogramme machen. Es gibt eine Reihe von Bewegungsprogrammen, die Herzinfarkte forcieren. Sie müssen nur entscheiden, ob Sie eher fauler oder eher fleißig sind. Für die faule Gruppe würde ich das zu wenig Bewegungsprogramm empfehlen. Ihr Lebensmotto muss dann sein, jede Bewegung, die nicht direkt zur Nahrungsaufnahme oder zur Fortpflanzung führt, ist in sich pervers. Und dann gibt es einen breiten Bereich, wo Gesundheit möglich ist. Der ist sehr breit. Braucht man nicht rennen, schnell gehen, würde vollkommen ausreichen. Und dann auf der anderen Seite bietet sich an, das zu viel Bewegungsprogramm für ehrgeizige Männer jeden Alters. Was ist es fürs Herz? Muss ein privates Sparpaket starten, kalte Hände beim Laufen und falls Sie schwitzen, sollte der Schweiß schon kalt sein. Und dann radeln Sie herum, rund um Vorarlberg, fallen oft so schnell vom Radl runter. Die sind oft schon tot, bevor sie am Asphalt aufklatschen. Fast Exit, sudden death, es geht schnell, aber es ist sozial nicht wirklich anerkannt. Nicht in Vorarlberg. Wenn Sie mit sozialer Anerkennung spekulieren, sollten Sie schon Stress in Ihr privates Herzinfarktprogramm mit hineinplanen. Ich war früher in Amerika, zwei Gruppen, die eine Zeitkrankheit, immer mehr in immer kürzerer Zeit erreichen. Und wenn man warten muss, leidet man genauso Zeitkrankheit. Und auf der anderen Seite eine frei fließende Ärgerbereitschaft. Wenn da jetzt einer kommt, ich mache so einen Schnipser dazu und sagt zu mir, Sie sind der blödeste Vortragende von ganz Österreich, würde ich mich aufregen. Adrenalin, hoher Puls, hoher Blutdruck. Aber ich würde auch einen Lernprozess starten. Wenn der morgen in St. Pölten wieder einer kommt, braucht er gar nicht sagen, der Anblick reicht die Chance. Lachen Sie nicht, Sie haben auch solche Mitarbeiter. Wenn Sie Glück haben, frühstücken Sie jeden Tag mit so jemand. Frei fließende Ärgerbereitschaft als Spezialgebiet. Aber die Amerikaner, bei denen ich viel war, die haben gesagt, sie haben erforscht, was wirklich zum Herzinfarkt führt. Das ist, man muss leben nach dem Motto, overworked and underfucked. Überarbeitet und sexuell unterversorgt. Und wenn man das weiß, das kann man ganz leicht organisieren. Sexuelle Unzufriedenheit ist für uns alle heute leicht trainierbar.
Ich schreibe Ihnen eine Formel auf, wie Sie sexuelle Unzufriedenheit sehr leicht messen können. Ist gleich Erwartetes dividiert durch Erreichtes. Und wenn man das sieht, sieht man, wie leicht es heute ist, sexuell unzufrieden zu sein. Sie brauchen ja nur die Erwartungen hinaufschrauben. Und was Sie erreichen, wissen Sie jetzt selber. Wir werden massiv unterstützt von den Medien. Die ganzen Pornokanäle im Kabelfernsehen, die Exhibitionisten in den Talkshows, die dort herumlügen, dass man es kaum mehr glaubt. Papier ist geduldig. Die Frauen, die von den Plakatwänden herunterlachen, schauen ja oft so wild und so geil aus, dass man als Mann das Gefühl hat, dass die außerspringen, uns niederreißen und verwöhnen. Dann kommt man heim. Schrauben Sie die Erwartungen hinauf. Was Sie erreichen, wissen Sie selbst. Aber Sie wissen es nicht von Ihren Freunden, von Ihrem Chef. Ich sage Ihnen jetzt einen Trick, wie Sie in Zukunft das Sexualleben überprüfen können, ohne dass die anderen merken. Aber bitte halten Sie diese Information für sich. Das ist nur für Sie. Wenn Sie es weitererzählen, geht es nämlich dann nicht mehr. Was haben Sie sich heuer erwartet? 2007 Silvester, was waren die Erwartungen? Und wie viel haben Sie jetzt im Jahresrückblick tatsächlich davon erreicht? Das sind die Jammerer, die sagen, die Zeiten werden immer schlechter. Während die, die genauso viel erreicht haben, aber auch nicht mehr erwartet haben, begrüßen sich ganz anders. Wie geht's dir denn? Danke, gut. Das sind die. Am besten geht's natürlich die, die genauso viel erreicht haben, aber nur so viel erwartet haben. Die sitzen dann oben bei Weißwurst und Bier und sagen, Pfad, das Leben ist geil. Sie werden jetzt mit Recht sagen, es ist ja qualitative Analyse, wie schaut es quantitativ aus? Wenn das Ihre Erwartungen waren, zeichnen wir es uns frisch auf. Wenn das Ihre Erwartungen waren, aber machen Sie die Übung allein, die darf der Partner nicht zuschauen. Das waren Ihre Erwartungen, wie viel davon mussten Sie sich selbst organisieren? Wie viel war mein Partner? Und dann gibt es noch so eine Lewinsky-Spalte andere. Die sich in allen Studien weltweit und in die Geschichte zurück als die Unzufriedeneren immer wieder herausgestellt haben, sind die Frauen weltweit. Der Sigmund Freud hat das lebenslänglich beforscht. Was will das Weib? Sein Resümee am Ende der Karriere? Ich weiß es nicht. Der Sigi hat sich nicht echt auskennt bei den Frauen. Wir wissen heute, was alle Frauen wollen. Und wenn ich sage, wir, meine den Professor Frank Farelli, Erfinder der provokativen Therapie. Er hat es in Amerika angeschaut, mit mir gemeinsam in Europa und in Österreich. Und der Frank sagt, wir wissen heute, was alle Frauen erwarten, aber ich publiziere es nicht. Ich bin ja nicht deppert. Aber wenn du einmal unter dem Titel Kabarett unterwegs bist, die checken eh nicht, ob es ernst ist oder nicht. Probier es. Ich habe mir es für heute vorgenommen. Ich sage es Ihnen vorsichtshalber auf Englisch. Das, was alle Frauen erwarten, ist
More. More. Aber nicht nur beim Sex, bei den Weihnachtsgeschenken und Scheidungsabfindungen. Die Frauen erwarten more in der Partnerwahl, als die Evolution für sie vorgesehen hat. Wenn Sie glauben, dass ich Witze mache, das ist alles wissenschaftlich untersucht. Sie können nachlesen bei David Bass, Evolution of Desire, gibt es ja jetzt auf Deutsch, Evolution des Begehrens. Ich möchte aus den 100 Studien ein Chart herausnehmen, dass alle meine drei Programme, Herzinfarkt, Diätwahnsinn, Sex, Frust, auf den Punkt bringen. Das ist ein mentales Experiment. Wenn wir hier alle Frauen hätten, hierarchisch geordnet, die bescheideneren, durchschnittlichen Gesamtkunstwerke, Topfrauen, Prinzessinnen. Und da hätten wir eine Verteilung bei den Buben, die Underdogs, durchschnittlichen Burschen, Gesamtkunstwerke, Topmännchen, Prinzen. Müssen wir überlegen, wo die A, P und C sind. Vielleicht ist da oben A, B, C. Müssen wir nachher diskutieren. Vielleicht ist das eine ähnliche Reihenfolge. Bisher war Partnerwahl keine Angelegenheit der Singles. Die Eltern und Verwandten haben sich eingemischt, haben geschaut, dass die homogen herunterfaschiert worden sind. Häuselrotz zu Häuselkotz, jedes Viech auf seinem Platz. Ist nicht von mir, ist vom Villon. Der H.C. Artmann hat es übersetzt, der Helmut Qualting auf eine der besten Kabarett-CDs aller Zeiten gespielt. Heute, seit sich die Frauen die Partnerwahl voll unter den Nagel gerissen haben, wir Männer wollen ja nicht. Vom Testosteron vergiftet springen wir an und sagen, ich will. Und vor allem im sexuellen Notstand, knapp vor der Sperrstunde, Kongresse in alle Richtungen, Fernreisen, wird der Possibility-Winkel Alpha gigantisch groß. Aber die Frauen sind nicht fad. Die haben diesen Fehler nicht. Alle Frauen wollen nicht mehr homogen verteilt werden. Alle Frauen sind sich einig, welche Männer sie haben wollen. Die da oben. Bitte schauen Sie sich das ganz kurz an und denken Sie darüber nach. Nur ganz kurz. Was sagt Ihnen dieses Bild? Da sehen Sie auf einen Blick, das geht sich nicht aus. Überhaupt, wenn die Frauen sich hinaufbewegen, die sind in der Mittelschule schon besser, haben bessere Universitätsabschlüsse. Wenn die da oben gelandet sind, die Frauen haben einen Fehler in ihrer Partnerwahl. Er darf ja nicht blöder sein. Die kommen nur mehr hier herüber beschwerdefrei. Aber da oben steht es nicht 1:1. Wir Männer haben dieses heikle Gen nicht. Viele gute Männer verschwinden zu einer pflegeleichten Dusse nach unten. Und oben geht es sich nicht aus. Prozent der Männer sind nicht vermittelbar. Ich schreibe vorsichtshalber Cs her. Ja? Das muss man sich überlegen, woher kommen diese 20? Das ist übrigens ein Datum, das stimmt. 20% kriegen keine permanente Partnerin. Warum? Stellen Sie sich das als Tennisrangliste vor, das ist die Nummer 1 und das ist die Nummer 1000. Und bei den Buben genauso. Angenommen, die Nummer 25 bei den Männern kriegt die Nummer 31 und zusätzlich die Nummer 45. Wenn Sie im Leben stehen, dann werden Sie sagen, das ist nicht unrealistisch. Die Frauen regen sich irrsinnig auf und sagen, so ein Schwein ist eine Gemeinheit. Das ist falsch. Von diesem einen Mann, ist ein Gedankenexperiment, profitieren 1000 Frauen.
3000 Frauen profitieren. Weil durch diesen einen Mann rutschen alle Männer um ein Noppel nach. Und weil der nicht allein ist, 20% sind nicht vermittelbar. Und da sehen Sie das Übel für sexuelle Unzufriedenheit. Was soll eine Frau tun? An Gurten, da steht es 20-1, die kriegt es nicht, die will es nicht. Was soll eine Frau tun? Die meisten Frauen wählen sich dann so eine Kopfepartie und versuchen ihn am zweiten Erziehungsweg aufzukriegen. Sie sehen, dass hier die Wurzel für alle meine Programme ist. Wir Männer sind ja nicht so, dass wir weiter kämpfen, obwohl wir eh schon alles evolutionär geregelt haben. Wir kämpfen immer weiter. Da kann man alt sein, wie man will. Wir kämpfen weiter, dass wir da oben sind. Deswegen die Männer mit früheren Herzinfarkten. Und die Frauen versuchen, jünger auszuschauen. Die Frauen, obwohl sie es gar nicht notwendig hätten, jagen sich in Diätabenteuer hinein. Und die sexuelle Unzufriedenheit, habe ich gesagt. Der sich am meisten kümmert, dass wir da hinaufkommen, es sind die Mütter. Aber oft schaffen sie es nicht, jetzt bleiben wir als halbfertig Produkte in der Hierarchie hängen. Und die Frauen glauben, sie müssen uns übernehmen und fertig machen. Manche sind eh gut, die dreimal durch Studium durch, schauen, dass wir hinaufkommen. Aber oft schaffen sie es nicht. Die Frauen haben das dem Mann ändern wollen, Programm im Hirn, im Blut, in den Erbanlagen. Das muss heraus, sonst reißt es. Ordnungstraining bietet sich an. Welcher Mann ist da nicht nur ein bisschen entwicklungsfähig? Dass man die Sachen wieder zurücktragt, wo man es hergeholt hat. Dass man die Ladl nicht nur auf, sondern auch wieder zumacht. Toilettentraining kann bis ins Altersheim ein Gaudi sein. Das keine Tropferl sind am Brill. Aber auch wenn man den Deckel hinauf tut, ist rundherum die Schweinerei. Ganz wenig Männer schaffen das Lehrziel der Frauen, dass man sich auch beim Pinkeln niedersetzt vor dem Altersheim. Ganz wenig. Unter uns Männern, welche Männer werden auch ab heute Nachmittag weiterhin zu Hause im Stehen pinkeln, weil es einfach geschwinder geht und praktischer ist. Welche Männer entscheiden sich für diese maskuline Methode der Wasserabgabe? Die Summen bitte. Jetzt. In Vorarlberg ist halt die Welt noch in Ordnung. Und die Frauen, die diese Männer für Schwindeln halten. Die Summen bitte. Jetzt. Das ist doch Gesprächsstoff bei der Weißwurst. Sie lachen so viel, glauben Sie, dass das ein Witz aus Wien ist, der in Vorarlberg nicht gilt? Machen wir ein Saalexperiment. Stellen Sie sich 5 Minuten lang vor, Sie hätten keinen Partner. Also die, die Eckern haben, tun Sie jetzt ein bisschen leichter. Stellen Sie sich vor, Sie hätten niemand und Sie wollen aber einen Partner haben und es gibt nur in diesem Gedankenexperiment 2 Möglichkeiten. Sie gehen da hinaus, da sind alle potenziellen Partner ein bisschen gescheiter als Sie. Oder Sie gehen da hinaus, da sind alle potenziellen Partner ein bisschen weniger gescheit. Als erstes fragen wir die Frauen, Sie haben nur eine Wahlmöglichkeit, Sie können nicht sagen, ich schaue da und da. Nein, eine. Wo würden Sie hinausgehen? Die Frauen, die lieber bei den Partnern hinausschauen, würden die ein bisschen gescheiter sein. Die Summen bitte jetzt. Und die Frauen, die lieber bei den Männern hinausschauen, würden die ein bisschen weniger gescheit sein. Die Summen bitte jetzt. Gegenprobe bei den Männern. Die Männer, die lieber bei den Frauen hinausschauen, würden die ein bisschen weniger gescheit sein. Die Summen bitte. Jetzt.
Und die Männer, die lieber bei den Frauen hinausschauen würden, die ein bisschen gescheiter sind, die summen bitte jetzt. Ich habe gesagt, lauschen und lernen. Sie werden keine kriegen. Sie haben es gerade vorher gehört, aber es gibt eh noch andere Möglichkeiten. Okay, das wäre jetzt die Mischung aus die drei Programme: Herzinfarkt, Diätwahnsinn, Sexfrust. Ich schaue da ein bisschen auf die Uhr. Positivprogramm. Rauchen aufhören, das machen eh die Medien, da kümmere ich mich jetzt nicht drum. Es ist nur wichtiger, als ich selbst gedacht habe. Vor kurzem hat es noch geheißen, 2-3 Jahre, in Wirklichkeit wird Ihr Leben um 10 Jahre verkürzt mit Rauchen. Sage ich nur nebenbei. Egal welches Ernährungsprogramm Sie machen, ich möchte Ihnen eine Idee von mir beisteuern. Einer der wichtigsten Ernährungsmenschen, die wissenschaftlich arbeiten, ist der Volker Pudel, und der war in Wien und hat vor Ernährungsprofessoren aufgesagt und mit einem sehr skurrilen Titel, nämlich Risikofaktor Ernährungsberatung. Da haben sie auch noch gelacht. Haben gesagt, der meint wahrscheinlich diese Crashkuren, die überall angeboten werden. Man kriegt wenig oder nichts zu essen. Was wird passieren, wenn man das Gewicht anschaut? Das geht hinunter. Aber was ist nachher? Was wird passieren? Jetzt lässt man es aus. Was wird sein? Bleibt die unten? Sie gehen wieder hinauf, aber nicht gleich weit, sondern ein bisschen mehr. Wer hat das schon selber erlebt? Bei sich selbst oder bei anderen? Die Summen bitte. Jetzt. Ja, hat er auch gesagt, das braucht man nicht mehr beforschen, das kann der Bernhard im Kabarett beweisen. Er hat gesagt, nein, was Gescheites. Die Finnen haben eine Studie vorgelegt, etwas Gescheites, eine vernünftige, kalorienreduzierte Mischkost. Und damit es besonders gescheit ist, 1 Jahr lang, und damit es besonders gescheit ist, ein Bewegungsprogramm dazu. 1 Jahr streng kontrolliert. Was wird sein? Was wird sein? Gruppe Übergewichtige, was wird sein? Sie haben abgenommen. Aber was ist, wenn man nach dem Jahr auslässt? Die gescheiteren Forscher machen das auch inzwischen. Hör mal auf, schauen wir nicht mehr nach nachher. Wenn man sie auslässt, steigt es an, aber nicht gleich weit, sondern ein bisschen mehr. Die Kurven decken sich, nur die Interpretation hat sich geändert. Da hat man gesagt, die Therapeuten sind schuld. Das hat man sich da nicht sagen traut, weil es so ein gescheites Konzept war. Da hat man gesagt, die Fetten sind schuld. Das sind Charakterschweine. Kaum lässt man es aus, fressen es wieder. Heute sehen wir das anders. Wenn das so ähnlich ist, gibt es nicht eine Alternative dazu. Und die Frage, die ich hier beantworten will, kann man vielleicht am besten mit einer Metapher erklären. Der Erste, der es weiß, darf es laut herausschreiben. Warum springt der Toast aus dem Toaster? Warum springt der Toast aus dem Toaster? Laut herausschreien. Weil er fertig ist, richtig. Weil er fertig ist. Das nennt man in der Wissenschaft Blackbox-Modell. Es ist uns wurscht, wir hauen ihn ein, wenn er fertig ist, kommt er wieder raus. Und wir leben mit tausenden Blackbox-Modellen. Oder wissen Sie, wie ein Computer funktioniert oder ein Handy oder irgendwas? Wir haben tausende Computer. In jedem Auto sind 70 Computer eingebaut. Wir benutzen es einfach. Warum muss ich einen Übergewichtigen Ernährung erklären? Der ist am Essen interessiert. Und das kann er schon. Und jeder, der eine Boulevardzeitung lesen kann, ohne dass er die Lippen mitbewegt. Das gibt's. Kann man zumuten, dass man sagt, schreiben Sie sich alles auf, was Sie essen und trinken. Das heißt ein Essprotokoll.
Und wir haben hunderttausende solche Essprotokolle kontrolliert. Und von allen Spielregeln, die wir in den letzten 50 Jahren gegen den Diätwahnsinn entwickelt haben, ist eine Spielregel übrig geblieben. Eine. Verbote sind verboten. Warum? Weil sie Gegenregulation auslösen. Ich erzähle ein paar Beispiele aus meiner Zeit in Bad Atzmannsdorf. Wenn einer viel Schokolade gegessen hat und ich habe mir das Essprotokoll angeschaut, habe ich gesagt, schauen Sie, bei Ihnen ist es ja leicht. Rechnen wir uns jetzt einmal aus, wie viel die Schokolade ausmacht. Wenn wir die nicht essen, stimmt ja alles. Und der hat auch gesagt, ja super, stimmt. In dem Moment hat sich für ihn sein Leben verändert. Plötzlich darf er keine Schokolade mehr essen. 2 Wochen hält das aus, aber er sagt, diese Schweine im ORF schalten 3-mal so viel Schokoladewerbung wie bis jetzt. Und wenn ein Sandler ein Überraschungsei isst, und er darf nicht, sagt man so eine Gemeinheit. Und wenn dann die Frau dann den Oralsex verweigert, und man ist frustriert und man lässt einen Naps auf der Zunge zergehen, dann weiß er, jetzt ist mein Programm hin. Und dann sagt er sich, jetzt ist es mir wurscht. Das nennt man Gegenregulation. Und diese Gegenregulation kann man bekämpfen. Wenn jemand einen hohen Cholesterinspiegel gehabt hat, hat man gesagt, der hat 15 Eier pro Woche gegessen. Was hat man früher gesagt, wenn einer einen hohen Cholesterinspiegel gehabt hat, isst 15 Eier pro Woche. Wie viel darf er essen nächste Woche? Was schlagen Sie vor? Schlagen Sie vor. Wie viel darf er nächste Woche essen? 1 bis 2 haben die Ärzte gesagt. Ich habe gesagt, na, halber Zeit. Es ist medizinisch richtig, nur psychologisch falsch. Heute würde ich sagen, mit bestem Wissen und Gewissen, weil ich die Studien kenne, wenn man es ein Jahr lang anschaut, heute würde ich ihm sagen, jetzt hat er 15 Jahre gegessen, könnten Sie sich vorstellen, dass Sie in der nächsten Woche mit bis zu 12 Eiern die gleiche Gaude haben wie mit 15? Bis zu. Er muss nicht 12 essen, wenn am Samstag erst 8 Eier sagen, na, morgen muss ich 4 Eier essen. Nein. Bis zu. Und dann geht man runter auf 8, auf 5. Und wenn er bei 5 ein Problem hat, dann sagt man nicht, schauen Sie, dass Sie auf die 2 kommen, sondern dann lässt man auf 5 und gibt ihm eben ein Statin dazu. Langfristig fährt man mit solchen Techniken, wenn man Gruppen anschaut, besser, als wenn man eine rigide Kontrolle. Also rigide Kontrolle ist out, strenge Verbote sind out. So, was tun wir noch? 7 Minuten hätten wir noch. Vielleicht schauen wir uns ein bisschen Sexualität an. Wenn Sie sich sehr viel Therapiegeld ersparen wollen, draußen sind Comics von mir, sind 3-stündiges Sexprogramm, aber bitte kaufen Sie sich nicht die Österreich-Version, sondern lernen Sie dazu. Englisch ist die wichtigste Sprache und es gibt keinen Kurs, wo Sie englische Sexvokabel, die meisten können nicht einmal Deutsch Sexvokabel verwenden mit der Partnerin. Es ist irrsinnig schwer mit der Partnerin über Sex zu kommunizieren. Hier lernen Sie es in beiden Sprachen. Also wenn Sie Sex lernen wollen, es gibt, außer Sie sagen mir ein Beispiel, wo man Sex lernen kann, dann würde ich gern diesen Kurs besuchen. Es gibt Spezialkurse von Börlitz. Ich habe mich von Börlitz einmal schulen lassen und die haben mich auf Sexprogramm vorbereitet. Wir mussten über Sex reden. Wir haben nur über Sex geredet. Auf Spezialwunsch geht's, aber normalerweise lernt man in einem Kurs das nicht. Also wenn Sie das Deutsche kaufen, bitte das Englische dazu. Ich nehme ein Beispiel heraus, Kommunikation, und das hilft vielleicht auch fürs Führen, was Sie ja heute den ganzen Tag gemacht haben. Ich verwende das Konzept von John Gray. Wir Männer sind vom Mars und die Frauen sind von der Venus. Venus. Mit ganz anderen Kommunikationsstrukturen. Am Mars war es üblich, wenn wir ein Problem gehabt haben, Problem, Lösung. So wie man den einen Autofahrer gesehen hat. Problem, und er steht drin mit dem Auto. Problem, Lösung. Wenn eine Frau ein Problem hat, sagen Sie ihr ja keine Lösung.
Die ist sauer. Frauen ernten vorzeitige Lösungsvorschläge ärger als vorzeitige Ejakulation. Wenn Frauen ein Problem hat, dann fangen sie einfach an zu reden, gemütlich, jede Zeit der Welt. Manche Männer werden wahnsinnig dabei. Die anderen kriegen so ein Nicken, wie es früher die Dackeln gehabt haben, ein bisschen. Herzinfarkte, alles passiert. Und so ähnlich ist es in der körperlichen Liebe. Wir Männer hätten gern den direkten Angriff, die Frauen die langsame Reversion. Tauschen Sie diese Schaltkreise aus. Lernen Sie das als Mann. Sie brauchen nicht in einen Sprachkurs gehen. Gehen Sie in ein Kaffeehaus. Robben Sie sich zu so einer Damenrunde hin. Und dann hören Sie einmal 2 Stunden zu. Ohne Eingreifen. Es ist wahnsinnig schwer, aber ohne Eingreifen. Erst ganz zum Schluss sagt dann eine, treffen uns wieder am Donnerstag. Und so ähnlich ist es auch bei der körperlichen Liebe. Wir hätten gern den direkten Angriff. Was machen die Frauen? Die suchen da oben herum. Wir denken uns, was hat denn die? Nicht der direkte Angriff bei der Frau, sondern langsam. Schauen wir es uns an, welche Männer hätten denn ganz gern heute so einen direkten Angriff, wenn sie nach Hause kommen, die Männer, die das ablehnen würden oder die das nicht. Also die Männer, die ganz gern einen direkten Angriff hätten, die summen bitte. Jetzt. Wenn er nicht gesummt hat, verdient er es auch nicht. Dann fesseln sie ihn und streicheln ihn da oben. Dann schauen wir mal, ob du kommen kannst, ohne dass wir ihn angreifen. Und wenn er dann nicht um Gnade winselt, dann lassen sie ihn gefesselt, holen sie das elektrische Zahnbürstel und tun ihm von innen, da innen, ganz langsam, er muss gefesselt sein und nackt sein, sonst geht's nicht. Yes? Tun Sie am innen langsam heraufbürsteln. Hochinteressant. Wenn Sie Medizin studiert haben, haben Sie es vielleicht kennengelernt, das ist der Kremaster-Reflex. Die Eier, also der Hoden, obwohl er das Zahnbürstel nicht kennt, der fürcht sich vor dem Zahnbürstel. Den fetzt weg. Und dann geht man da herüber. Es ist nicht geil, aber lustig. Tauschen Sie die Schaltkreise aus. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Herzlichen Dank. Ich muss noch ganz was Wichtiges machen, ist meine Feedback-Aktion. Was war das heute? Ein Kabarett oder war es ein Seminar? Sie haben nur eine Summstimme, Sie müssen sich entscheiden. Die, die sagen, es war eher ein Kabarett, die summen bitte jetzt. Und die, die sagen, es war eher ein Seminar. Da freue ich mich nicht. Es war so halbe. Für die, die Kabarett gesummt haben, muss ich schon sagen, ich habe hier alles probiert. Metaphern möchte ich Ihnen zu Ehren von Paul Watzlawick noch eine Metapher von ihm vorstellen. Wir beobachten ein Paar im Doppelbett und bauen ihnen das erotischste Sexspielzeug ein, das sie in Bregenz kaufen können. Heizdecken. Und die Heizdecken kann man nicht nur wärmen, sondern auch kühlen. Heizen, kühlen. Und sie kann auch bitte, wenn sie es einkaufen, getrennt schaltbar heizen, kühlen. Sie gewöhnen sich dran, sagen super Heizdecken. Was wird geschehen, wenn wir diesem Paar nach 3 Wochen Eingewöhnungszeit heimlich, ohne dass sie es merken,
die Schaltkreise vertauschen. Er schaltet ihre Heizdecke, sie seine. Ihm ist heiß. Er sagt, pfah, heute ist heiß. Schalt Köder. Aber nicht bei sich, sondern bei ihm. Sie sagt, brr, heute ist kalt. Er sagt, komisch, heute bleibt es heiß. Pfah. Brr, pfah, brr, pfah, brr, pfah. Und es entsteht jetzt das, was man einen Teufelskreis in der Kommunikation nennt. Und so ähnlich passiert es auch beim Feedback, wenn wir mit der Partnerin kommunizieren. Wir haben tausende Male trainiert, wir hätten gern ein bisschen einen festen Angriff. Trauen Sie uns aber nicht sagen. Und melden das dadurch zurück, dass wir etwas heftiger in die Brustwarzen und in die Klitoris zwicken. Sie denkt sich, ist er deppert? Greift uns nur vorsichtig an. Tauschen Sie die Schaltkreise aus. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Herzlichen Dank.